Spring über deinen Schatten. Der Podcast mit Impulsen für ein erfolgreiches, also glückliches und zufriedenes Leben. Herzlich willkommen. Ich bin Gabi Graubner und wir springen jetzt gemeinsam in die erfolgreiche sechste Woche dieses Jahres. Starten wir mit dem Spruch der Woche. Ganz leer lässt der liebe Gott keinen ausgehen. Die Eltern und Erzieher müssen nur ausfindig machen, wo die Spezialbegabungen liegen. Theodor Fontane, deutscher Schriftsteller, Journalist und Theaterkritiker. Ich habe diesen Spruch, dieses Zitat von Theodor Fontane ausgewählt, weil mir in letzter Zeit sehr oft Artikel, Gespräche, Bücher, Podcasts, sogar ein Zitat in einem Krimi, den ich vor kurzem gehört habe, begegnen, die sich mit der Würde des Menschen befassen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagt Artikel 1 des Grundgesetzes. Und da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Ich halte diese Aussage sogar für ein Missverständnis. Denn die Würde des Menschen ist antastbar. Sie sollte nur nie angetastet werden. Und das bedeutet wiederum für mich und vielleicht auch für euch, immer wieder darüber nachzudenken, ob ich das, was ich gerade sage, den Rat, den ich gerade gebe, den Tipp, den ich gerade erzähle oder die Kritik, die ich übe, unter Umständen die Würde meines Gegenübers angreift, also antastet. Dazu gibt es auch einen Tipp der Woche, den ihr gleich hören werdet. Und nun zum Tipp der Woche. Gabor Steingart, ein erfahrener und interessanter Journalist, hat ein wunderbares Interview mit Gerald Hüther zum Thema Würde veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du Gabor Steingarts Podcasts kennst, aber wenn dich dieses sehr ansprechende, augenöffnende und erhellende Interview zum Thema Würde interessiert, geh doch in den Browser deiner Wahl und gib ein Gabor Steingart Podcast. Dann siehst du eine Liste seiner Podcasts beim Morning Briefing, also sein Podcast heißt Gabor Steingarts Morning Briefing, und relativ weit oben siehst du das Interview mit Gerald Hüther. Übrigens, ich liebe seine Podcasts grundsätzlich sehr und er ist mit seinem Podcast auch ein großes Vorbild für mich. Wenn du seine Podcasts regelmäßig anhörst, wirst du wissen, was ich meine. Hör doch mal rein, was Gerald Hüther zu dem Thema Würde erzählt. Ja, herzlich willkommen, Margit Hertlein, zu unserem Podcast. Du bist unsere Schattenspringerin der Woche. Ich kenne dich schon viele, viele Jahre. Du hältst gerne und leidenschaftlich Vorträge, bist seit über 20 Jahren als Trainerin, Coach und Konzeptexpertin unterwegs, gehst dabei meist ungewöhnliche Wege. Und deine Begeisterung gilt vor allen Dingen den Themen Präsentation und Kommunikation. Du hast aber auch mal was Ordentliches gelernt. Ja. Studiertest du Ethnologie, die Wissenschaft, die sich mit der Sozialstruktur und Kultur von Gesellschaften, meistens auch primitiven Gesellschaften, beschäftigt. Dabei hast du noch BWL studiert und hast dann nach deinem Studium ein Unternehmen gegründet, Zubehörversandhandel für VW-Busse. Später wurdest du Geschäftsführerin für ein VW-Autohaus. Und dann irgendwann hast du das, was ich nenne, einen großen Schattensprung gemacht und hast dich verschiedenen Bandprojekten zugewandt. Du bist also Musikerin geworden und warst da auch unterwegs damit. Ja. Danach hast du bei einem Bildungsträger Seminarluft geschnuppert und hast dann festgestellt, das ist jetzt der Weg, den du die nächsten 20 Jahre gehen möchtest, und das tust du auch. Und dieser Weg hat dich nicht nur in den Vorstand der German Speakers Association geführt, sondern vorher bist du schon als Hall of Fame-Mitglied aufgenommen worden. Und ich denke, das ist gerade in dem Beruf der Speakerin eine der größten Ehren, die man bekommen kann. Hall of Fame der German Speakers Association als Rednerin. Als Dankeschön zu deinem Lebenswerk, aber vor allen Dingen auch als Honorierung an deine Leistungen, die du in diesem Beruf auch erarbeitet hast und wo du anderen als Vorbild dienst.
Apropos Vorbild, das ist der Grund, warum wir dich eingeladen haben. Du kommst sofort zu Wort, ich würde jetzt wieder gerne... Nein, Gabi, red weiter, das tut so gut, was du alles über mich sagst. Okay, gerne. Ja, ich habe ein bisschen nachgeguckt, was ich so alles für dich sagen kann und was ich ja aus eigener Erfahrung auch mit dir weiß. Aber jetzt gleich mal zu meiner allerersten Frage für dich, die für alle meine Gäste immer die gleiche erste Frage ist, nämlich, was bedeutet Erfolg für dich? Okay, ich habe die Frage bei deinen anderen Podcasts gehört und das war die Frage, mit der ich mich von allen Fragen am schwersten getan habe, weil für mich Erfolg nicht so einfach an einem Parameter messbar ist. Also natürlich gehört zu Erfolg auch bestimmte sichtbare Dinge, also wie viele Bücher man veröffentlicht hat, wie oft man gebucht wird, wie viele Workshops man hat, wie viele Menschen man begeistert. Also so dieses Zahlen-Daten-Fakten-Thema. Aber Erfolg ist für mich nicht nur der berufliche Output oder die Hall of Fame. Das gehört mit zum Erfolg dazu. Erfolg ist für mich auch, mit meinem Mann gut klarzukommen. Eine gute Ehe zu führen ist für mich tatsächlich... Nachdem die erste Ehe nicht so toll geführt worden ist, unter anderem auch von mir, bin ich da schon froh drüber, dass ich erfolgreich mit meinem zweiten Mann eine tolle Partnerschaft führe. Auch der Umgang mit den Kindern. Natürlich gehen die Kinder ihren Weg und bei aller Individualität ist es aber trotzdem etwas, was konnte ich ihnen mitgeben? Logischerweise sind sie dann irgendwann später allein verantwortlich für das, was sie draus machen. Aber trotzdem habe ich ihnen das mitgegeben, was mir wichtig war und habe ich das erfolgreich gemacht. Da mache ich jetzt ein paar Abstriche, weil sicherlich ein paar Dinge, die ich bei meinen Kindern gemacht habe, etwas überzogen pädagogisch waren. Also ich würde sagen, ich hatte ja ein Erfolgskonzept für die Erziehung, meine Kinder würden das anders bezeichnen. Also Vorschulkind Hemingway, der alte Mann und das Meer vorlesen, würde ich jetzt nicht mehr machen. Also ich denke mal, was du ausdrückst, ist, Erfolg hat etwas, ist etwas sehr Übergreifendes. Es gibt nicht eine Sache nur, die du als Erfolg definierst, sondern diese Rundrum-Geschichte. In unserem letzten Podcast hatten wir Matthias Garten mit seinen 5 Hüten. Das spricht das auch ein bisschen an, dass du sagst, es nützt mir nichts, wenn ich nur in der Hall of Fame, ja, bitte als Beispiel, sondern es ist auch wichtig, dass ich mit meinem Mann gut auskomme. Es ist auch wichtig, dass die Kinder zufrieden sind. Ich kenne jetzt deine beiden Kinder tatsächlich auch und ich glaube mir, Der alte Mann und das Meer hat ihn nicht geschadet. Sie machen einen guten Eindruck. Also sie zeigen keine äußerlichen Auffälligkeiten. Nein, das kann man nicht sagen. Sie sind sehr charmant und sehr liebenswert. Und was ich so an ihren beruflichen Erfolgen mitbekomme, hast du da, glaube ich, ganz gut reagiert. Aber ich finde es schön, dass du sagst, das ist wichtig. Erfolg hat mehrere Facetten. Damit du all das schaffen konntest und besonders, weil du eben ja auch nicht diesen geraden Weg gegangen bist, sondern viele Zickzacks gemacht hast in deinem Lebensweg, gab es denn Menschen oder Lebensgeschichten oder Taten von Menschen, die dich beeindruckt haben? Also mich beeindrucken jedes Jahr eine Unmenge von Menschen. Das müssen jetzt gar keine, also ich habe jetzt nicht irgendeine Liste, wie manche Kollegen, die gefragt werden und dann Gandhi und Jesus auf dieser Liste nennen, sondern ich habe einfach jedes Jahr Begegnungen mit, in Anführungszeichen, normale Leid. Also das ist schön. Menschen, die gar nicht besonders in der Öffentlichkeit stehen, die aber für sich so tolle Dinge machen oder Dinge, Probleme, die ich ja meistens beruflich kennenlerne und dann sind da meistens auch Probleme im Vordergrund, aber mit Unterstützung ihre Probleme dann so gut lösen, dass ich wirklich nur sagen kann, da ziehe ich meinen Hut, das ist der Hammer, es ist toll. Zu der einen habe ich vor 14 Tagen gesagt, mein Gott, was tun Sie sich ab in Ihrem Alter, da habe ich noch nicht im Hauch dran gedacht, dass ich mich ändern könnte. Da habe ich immer nur gedacht, was ich denke, ist der Weisheit letzter Schluss. Und sie sind in einem Alter schon so reflektiert, das ist super. Und ja, es passieren Dinge, die nicht toll sind, aber so what?
Und das beeindruckt mich stark. Ja, ich habe auch oft den Eindruck, wenn es da so eine Hall of Fame der tapferen Menschen mit ihren tollen Lebensentscheidungen und ihren tollen Einsätzen auch in dieser Welt geben würde, ich meine, für die breite Masse, da wäre auch eine ganze Menge Gesichter drinnen, die diese Ehrung verdient hätten. Ja, also nehmen wir den Schwenk noch weiter. Wie viele Menschen haben in der Nazizeit in Deutschland andere Menschen geholfen, von denen du noch nie etwas gehört hast? Ja, natürlich, ein Stauffenberg hat aktiv Widerstand geleistet. Aber viele, und jetzt auch wieder in Anführungszeichen, ganz einfache Menschen, haben auch Widerstand geleistet auf ihre Art und Weise, dass sie nämlich ihren Mitmenschen nach wie vor als Mitmenschen gesehen haben. Und das sind Erfolgsgeschichten für mich. Dazu kommt, ich habe natürlich ein Faible beim Thema Erfolg und beim Thema Lebensgeschichten und Menschen. Ich habe ein sehr starkes Faible für Künstler, weil Künstler ganz oft eigentlich gar keinen Erfolg haben. Und wie gehen die damit um? Also wie leben die ein Leben? Wie machen die ihren Lebensweg, ohne dass von außen eine Bestätigung kommt? Also gut, wenn sie dann gestorben sind, kann ja sein, aber es fasziniert mich. Diese innere Motivation, dieses Dran-Glauben, dieses innere Feuer, dass keiner von außen auch nur ansatzweise angreifen kann und immer dranbleiben. Ja, ich denke, das ist definitiv ein Vorbild, wo man sagen kann, da kann man sich auch so eine Scheibe abschneiden, weil wir ja alle unsere kleinen Höhen und Tiefen haben. Der Hauptpunkt ist da für mich, dein Ding zu machen, egal ob die Umwelt jetzt an dich glaubt oder nicht, bei den Künstlern. Und davon habe ich mir schon ein paar Vorbilder etwas näher ans Herz geholt. Die dich unten motivieren, wenn du dann selber mal vor so einer, Delle stehst und sagst, da muss ich jetzt drüber, da muss ich jetzt weitergehen, wenn es der geschafft hat, schaffe ich es auch. Was war denn deine bisher beste Entscheidung in deinem Leben? Kannst du das so formulieren? Kannst du das sagen? Oh Mann, ich glaube, meine beste Entscheidung war, Kinder zu kriegen. Okay, schön. Meinen zweiten Ehemann, sich für den zu entscheiden und ihn dazu zu bringen, dass er sich für mich entscheidet. Was das als eine Herausforderung manchmal sein kann, weil die Männer ja nicht immer so wissen, was Glück für sie bedeutet. Naja, bei extrovertierten Menschen dürfen eine extrovertierte Quatschliste wie ich schon mal etwas näher rangehen und ein bisschen deutlicher werden. Aber die beste Entscheidung tue ich mich im Beruflichen auch schwer, weil es waren so viele oft kleine Entscheidungen, die meinen Weg justiert haben. Vielleicht war deine beste Entscheidung ja immer, eine Entscheidung zu treffen. Einmal das. Und wenn es überhaupt eine beste beruflich gegeben hat, dann war es die, dass ich mich 1997 von dem Bildungsträger verabschiedet habe, aus der Sicherheit einer Festanstellung, aus der Sicherheit eines, sie kriegen jetzt dann ein eigenes Büro und ein Dienstauto und ein Diensthandy. Und zu sagen, ja, und das, was ich da machen soll, kann ich, aber ich finde es langweilig. Ja. Ich langweilig. Und ich mache mich selbstständig, weil dann bestimme ich meinen Langweilefaktor. Selber sozusagen. Gibt es denn eine innerste Überzeugung, die du hast, auch wenn andere sagen, das stimmt nicht, das kann nicht funktionieren? Also es gibt einen Satz, den ich immer wieder höre, wenn ich Dinge mache, wo andere sagen, also was machst du denn jetzt wieder? Und das ist, da kommt ein leises Stimmchen in meinem Kopf und sagt, man weiß nie, wozu man es brauchen kann. Man weiß nie, wozu es gut ist. Und das hilft mir sehr, weil ich damit einen sehr positiven Bezug zu den Dingen habe, die ich tue. Gut, im schlimmsten Fall muss man es halt schön reden, aber das kann ich ja auch. Das heißt, anders ausgedrückt, was tust du denn, wenn du feststellst, dass du dich geirrt hast, also einen Fehler gemacht hast? Wie gehst du dann damit um? Außer schönreden, was ich auch manchmal mache. Also wenn ich mit anderen Menschen arbeite und mache einen Fehler, dann tue ich nicht schönreden, sondern sage einfach, da habe ich einen Fehler gemacht, wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Also
Habe ich lange gebraucht, konnte ich mit 20 nicht, konnte ich auch mit 30 nicht, aber das hat sich als sehr hilfreich herausgestellt. Wenn ich für mich eine Strategie ausmache, wo ich denke, die passt und sie passt dann nicht, dann hadere ich erst mit mir. Ja. Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo ich sage, ja gut, jetzt lassen wir es Haken dran und einfach neu orientieren. Also ich mache auch nicht mehr wie früher mit 20 oder mit 30 elendlange Szenarien, hätte ich doch und so weiter. Wie ein bekannter Deutscher gesagt hat, hätte Fahrradkette. Genau. Ist halt rum ums Eck. Ja. Das hilft mir sehr. Das klingt gut. Das heißt, nach vorne schauen ist besser, als immer wieder rückwärts zu blicken, was alles hätte sein können, wenn es denn gewesen wäre. Du bist ja jetzt jemand, der in seinem Beruf auch anderen Menschen viele Ratschläge gibt, im positiven Sinne des Wortes. Was war denn dein schlechtester Rat, den du jemals bekommen hast oder gehört hast? Also an den kann ich mich immer noch erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Und es war 1997. Ich habe beschlossen, ich mache mich selbstständig. Und wem ich das auch immer erzählt habe, unter anderem vielen Kollegen, war das allererste, was die mir geraten haben, ja, du musst unbedingt dein Auto verkaufen. Also du fährst einen VW-Bus, das geht ja überhaupt nicht. Du kannst doch zu den Kunden nicht bezahlen. Du musst unbedingt dir also einen BMW, Mercedes, Audi, weiß der Kuckuck was. Also das geht ja, also mit deinem Auto. Und ich habe mir gedacht, nee, was ist denn das für ein eigenartiger Rat? Der VW-Bus, das bin ich. Ich habe ja schließlich mal einen Zubehörversandhandel für VW-Busse gehabt. Ich war unter den 10 Top-Verkäuferinnen für VW-Busse in Deutschland, also Campingbusse in Deutschland. Das hat einen Bezug zu mir. Und Entschuldigung, die Firma, die nur auf das Auto schaut und nicht auf mich, da bin ich dann wahrscheinlich nicht die richtige Rednerin oder Trainerin. Dann ist das der falsche Kunde sozusagen. Und außerdem scheint es ja auch ein Lieblingsauto zu sein. Und ich finde, dem Lieblingsauto darf man ja mal aussuchen, wie man möchte. Übrigens, heute ist es total modern, als Rednerin oder als Redner mit seinem Wohnmobil, VW-Bus ähnlich ausgebaut herumzufahren. Ganz viele machen das jahrelang oder steigen sogar aus. Also du warst deiner Zeit einfach mal nur einen Riesenschritt voraus. Ja, gibt's denn, da bist du damals festgeblieben bei deiner Liebe zu deinem Auto und hast doch gesagt, das eine kann doch auf das andere keinen Einfluss haben, aber gibt es dann einen Glaubenssatz oder eine Meinung, die du, wie sagt man immer so schön, früher mal hattest und die sich dann in den letzten Jahren geändert hat? Und wenn ja, weshalb hat sie sich geändert? Also ich habe, das ist schon eine Zeit lang her, und zwar zu Beginn, wie ich bei dem Bildungsträger aufgehört habe, habe ich dann viele, viele Weiterbildungen gemacht und unter anderem auch Trainerausbildungen. Und da war eine Situation vor der Abschlussprüfung, dass der Trainer zu mir gesagt hat, also Margit, entschuldige, deine Flipcharts schauen fürchterlich aus. Also dieses Gekrackel auf den Flipcharts, es ist unmöglich, das kannst du deinen Kunden nicht zumuten. Und wenn man deine Flipcharts von der Ferne anschaut, dann sieht es aus, als hättest du ein Huhn genommen, mit den Füßen in Farbe getaucht und über das Flipchart gehetzt. Ja, es gibt doch nichts Schöneres als motivierende Sprüche von Ausbildern. Genau. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich kann halt nicht zeichnen oder ich kann halt nicht malen, da habe ich kein Talent. Und dann sagte er zu mir, und wer sagt das? Und es hat mich das ganze Wochenende beschäftigt und ich habe überlegt, woher stammt denn dieser Glaubenssatz in meinem Kopf? Ich kann nicht malen, ich kann nicht zeichnen. Und bin dann draufgekommen, das war in der Grundschule die ersten 2 Jahre, mein Fräulein Anna Schmidt, die ich hoch verehrt habe, die ganz toll war, die mir als Fränkin
der erste, ja, das erste Mal gezeigt hat, dass Vegetarier tatsächlich Menschen sind, weil die hat bei den Schulausflügen hat die nicht wie wir geräucherte Bratwurst dabei gehabt, sondern die hat eine Gurke dabei gehabt. Und ich habe festgestellt, die lebt auch und glücklich und der geht's gut. Also es war schon da ein Kulturclash. Und das Fräulein Anna Schmidt war wirklich eine tolle Lehrerin und die hat mich sehr gemocht. Nur sie hat zu mir gesagt, Margit, du singst so schön, aber du zeichnest so scheußlich. Lass doch das mit dem Malen sein, das kannst du nicht. Und die Margit hat damals sich gedacht, oh, wenn das Fräulein Anna Schmidt das sagt, na ja, dann kann ich es halt nicht. Dann habe ich halt auch kein Talent. Und ja, seit der Zeit war dieser Glaubenssatz drinnen, der sich auch durch diverse Kunstlehrer im Gymnasium manifestiert hat. Ja, selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Ja, ja, es klappt wunderbar. Bis zu diesem Wochenende. Und ich habe mir gedacht, ja, und das Fräulein Anna Schmidt hat es noch gut gemeint. Also wie viel gut meinende Sätze kriegen wir im Leben mit, die wir nie hinterfragen. Und der erste Punkt war, diesen Glaubenssatz zu sagen, okay, kann ja sein, dass ich kein naturgegebenes Talent habe, aber handwerklich kann man doch zeichnen lernen. Also natürlich kann ich zeichnen lernen. Was soll das? Das ist besonders deswegen sehr interessant, weil ich ja jetzt zufälligerweise deine Flipchartblätter von heute kenne und ich weiß, dass deine Flipchartblätter heute Sammelobjekte deiner Teilnehmer sind, also dass die sich sogar mit nach Hause nehmen. Genau, du hast dich ja tatsächlich hingesetzt und hast gesagt, das lerne ich jetzt. Du wirst dann vielleicht kein Picasso und kein Rubens oder einer der moderneren Maler, aber du machst das jetzt ordentlich. Du machst das jetzt, also ich kann ja sagen, es ist nicht nur ordentlich, es schaut wirklich ziemlich hübsch aus. Kann man das wirklich lernen? Was hast du gemacht? Was waren deine Schritte, um eine Sache, wo andere Menschen zu dir sagen, nein, das kannst du nicht, wo du sagst, okay, ich setze mich jetzt hin und das werden wir doch mal sehen, ob ich das nicht hinkriege. Und du hast es hingekriegt, das Ergebnis kennen wir schon. Sag vielleicht drei Schritte, die du gegangen bist, damit du das hinbekommen hast. Also das erste war, diesen Glaubenssatz zu hinterfragen. Mhm. Der zweite Punkt war, dass ich mir Hilfsmittel, Unterstützung geholt habe. Das heißt, ich habe als allererstes einen Zweitageskurs bei Neuland gemacht, um nur Flipchart-Schrift, also nur das Schreiben ordentlich zu lernen. Das dann auch geübt. Dann habe ich mir Comiczeichnen für Kinder Bücher geholt, Tafelzeichnen leicht gemacht für Lehrer, war so ein Aha-Erlebnis und habe dann festgestellt, es gibt so unglaublich viele Tricks, also es gibt so viel gewusst wie und wenn du das weißt und vielleicht 20, 30, 50 Mal übst, dann schaut es aus, als hättest du Talent. Okay, das heißt, es scheitert oft am mangelndem Wissen, am mangelndem Werkzeug, also Handlingswerkzeug, dass wir etwas nicht machen können, aber es gibt wenig Sachen, die wir nicht lernen können. Also was mich damals so beeindruckt hat, war, in dem einen Buch stand drin, wenn du ein Menschengesicht schnell skizzieren willst, weil du das für irgendwas brauchst, dann mach das Gesicht, wenn es irgendwie geht, nicht von vorne. Von vorne ist schwieriger zu zeichnen als von der Seite. Max im Profil. Augen sind schwierig zu zeichnen. Setz dem einfach eine Brille auf die Nase. Kinn und Hals schwierig zum Zeichnen. Nimm einen Mann und lass ihn einen Bart haben. Kopfform schwierig. Mach einfach großzügig Haare drumherum. Und schon haben meine ersten Versuche okay ausgeschaut. Und nach dem 50. Mal, wenn du das zeichnest, schaut es richtig gut aus. Und mein Chef damals, also ich war da in sehr vielen Besprechungen drin und da war einer drin, der sich als mein Chef bezeichnet hat, was ich immer schön fand, der hat dann immer zu mir gesagt, ich weiß, du nimmst das wirklich alles genau, was ich sage in den Workshops, weil du schreibst anders als die anderen immer mit. Dabei habe ich nur in den 1,5 oder 2 Stunden Männchen gemalt. Aber okay. Ich habe ihn dabei gelassen, weil ich wollte ja auch, dass es ihm gut geht. Ja, und das braucht ja auch Übungszeiten. Man muss machen können, also man tut, was man kann. Und das war eine Übungszeit. Genau.
Ja, das heißt, du hast einerseits von einer Lehrerin einen Rat bekommen oder einen Hinweis bekommen, der dich letztendlich eine Zeit lang eingeschränkt hat. Danach hat dir jemand anders diesen Rat geheilt, indem er gefragt hat, wer sagt das eigentlich und warum ist das in Stein gemeißelt? Jetzt ist natürlich meine Neugierde dir gegenüber, was ist denn dein letzter Rat, dein letzter Hinweis an uns, an die Zuhörer, an mich? Was gibst du uns mit auf den Weg? Das Thema, das mich seit einigen Jahren am meisten beschäftigt, ist das Thema Neugier. Und zu diesem Thema Neugier habe ich einen Titel, der heißt Stay Hungry. Also bleib hungrig, bleib offen, bleib neugierig. Weil mit zunehmendem Alter, mit zunehmenden Routinen schenkt uns das Leben Dinge, die man halt so macht. Und wer sagt das? Wer sagt das? Warum kann ich das nicht anders machen? Und für mich ist wirklich so ein flammender Appell für hinterfragt Routinen, hinterfragt Gewohnheiten. Bleibt offen, bleibt neugierig. Man weiß nie, wozu man es braucht. Das hast du jetzt sehr, sehr motivierend ausgedrückt. Vielen, vielen Dank. Wir werden also neugierig bleiben. Und, bitte! Ja, gerne. Also ich sage das jetzt mal für mich und ich kann mir vorstellen, der eine oder andere Zuhörer hat das vielleicht jetzt auch in sich innerlich gesagt. Wenn wir das von dir beherzigen, werden wir einen Schattensprung wagen können, immer wieder, indem wir einfach sagen, Routine ist ganz schön, aber zu gucken, ob es noch besser geht, ob es noch anders geht, ob es spannender sein könnte, könnte dann das Nächste sein. Ja, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Informationen, für das, dass du aus deinem Leben berichtet hast und wünsche dir weiterhin alles Gute. Danke, Gabi, auch dir. Gerne, gerne. Und wie, Gabi, bist du letzte Woche über deinen Schatten gesprungen? Eine der letzten Male, in denen ich über meinen Schatten gesprungen bin, war letztes Jahr. Ich war zu diesem Zeitpunkt in Südafrika und habe eine Frau getroffen, die keinen Zucker isst. Ich saß mit ihr und einigen anderen Kollegen in einem Auto und wir sind 2,5 Stunden gefahren. Dazwischen gab es mal eine Pause und während meine Mitfahrkollegen ihre Hände gewaschen haben, war ich im Kiosk und habe Schokolade und Getränke für uns gekauft. Zurück im Auto habe ich meine Schokoladenriegel verteilt und alle haben sich gefreut, außer diese Frau. Sie hat uns sofort einen Vortrag gehalten, warum wir keine Schokolade essen dürfen, warum Zucker so extrem ungesund ist und dass sie gar nicht versteht, wie wir uns so giftiges Zeug in uns hineinstopfen können. Und ich habe mich geärgert. Einmal, weil ich diesen Vortrag nicht wollte und zum anderen, naja, wer hat schon gerne, dass seine kleinen Geschenke zurückgewiesen werden. Ich habe die Frau dann 2,5 Tage lang beobachtet. Wir haben gemeinsam die Convention verbracht und habe durchaus festgestellt, dass sie auch sehr sympathische Seiten hat. Und sie aß wirklich keinen Zucker, weder beim Galadinner noch bei den Pausen, wo zwischendurch die Häppchen gereicht wurden. Als ich wieder zurück war in Deutschland, habe ich länger darüber nachgedacht, ob es eine Option für mich sein könnte, einmal eine 4-wöchige Challenge zu machen und keinen Zucker zu essen. Und ich habe mich also selber herausgefordert und habe diese Challenge angefangen. 4 Wochen lang keinen Zucker. Was mich besonders fasziniert hat, ist, worin überall Zucker ist. Mal angefangen vom Brot, dass es so gut wie kein, zum Beispiel auch Vollkornbrot gibt, wo eben kein Zucker drin ist, bis dahin, dass ich in diesen 4 Wochen auch eine größere Wanderung geplant und durchgeführt habe. Und bei Wanderungen nehme ich immer gerne Müsli-Riegel mit, besonders für die Situation, falls man sich mal verirrt oder sonst irgendwie nicht weiterkommt. Ein Müsli-Riegel hält lange vor und man hat die Möglichkeit, da eine gewisse Zeit zu überbrücken, wenn es mal länger kein Essen geben sollte und die eigene Brotzeit nicht mehr reicht. Unabhängig davon habe ich es durchgezogen. Und ich kam am Ende auf 3 Schlussfolgerungen, die mir aufgefallen sind. Als allererstes, weniger Zucker zu essen tut mir gut. In diesen 4 Wochen hatte ich den Eindruck, dass ich etwas fitter bin und dass ich besser schlafen kann. Gewichtstechnisch hatte es keinerlei Einfluss auf mich. Also das bisschen, was ich dafür abgenommen habe, war eher beschämend. Naja, dafür rentiert es sich also nicht. Und die 3. Schlussfolgerung, die ich für mich gefasst habe, war, dass ich Zucker aus meinem Leben nicht verbannen möchte. Es würde meine Lebensfreude einschränken. Aber weniger und bewusster Zucker zu essen, schien mir eine sehr gute Entscheidung zu sein. Also von da an habe ich mich bemüht, weniger Zucker zu essen. Ist mir auch ziemlich gut gelungen. Naja, bis dann Weihnachten kam. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist durch Weihnachten wieder eine große Zuckerexplosion entstanden und ich esse wieder viel zu viel Zucker, weil ich es mir wieder angewöhnt habe. Nun habe ich mir vorgenommen, diese Challenge zu wiederholen.
Und vielleicht hast du ja auch Lust, eine Challenge durchzuführen. Also 4 Wochen lang etwas zu tun, das du bisher nicht getan hast, oder etwas nicht mehr zu tun. Also zum Beispiel 4 Wochen lang jeden Tag eine Meditation durchzuführen, regelmäßig in Sport zu gehen, wieder mehr ein Buch zu lesen oder bestimmte Dinge nicht zu essen, wie zum Beispiel Zucker oder vielleicht Fleisch oder Kohlenhydrate. Ich weiß nicht, worauf du eben Lust hast. Und ich dachte mir, so eine Challenge 4 Wochen lang durchzuführen, macht vielleicht viel mehr Spaß, wenn wir das gemeinsam tun, also du und ich. Und ich habe deswegen in Facebook eine Gruppe gegründet, und zwar die Gruppe Spring über deinen Schatten Challenge, und lade dich ein, Teil dieser Gruppe zu werden. Die Gruppe ist geschlossen, das heißt, du kannst mir entweder eine E-Mail schicken, in der du sagst, dass du in die Gruppe eingeladen werden möchtest, oder du gehst in Facebook rein, suchst die Gruppe Spring über deinen Schatten Challenge und drückst den Button, du würdest gern Mitglied sein, ich hole dich dann herein. Für alle, die mitmachen möchten, habe ich 3 Fragen vorbereitet. Die erste Frage ist: Welche Challenge hast du dir vorgenommen? Was ist dein Vorsatz, 4 Wochen lang durchzuhalten? Die zweite Frage: Welche Art der Unterstützung wünschst du dir dazu? Entweder von mir oder von all den Kollegen, die ja mit in der Gruppe drin sein werden und die alle ein ähnliches Ziel haben wie du, nämlich 4 Wochen lang etwas nicht mehr zu tun oder besonders aktiv zu tun. Und die dritte Frage ist: Welche Belohnung hast du dir vorgenommen, wenn du deine Challenge durchhältst, sie also erfüllst? Ich würde mich freuen, wenn du mich begleitest, 4 Wochen lang keinen Zucker mehr zu essen, natürlich du mit deiner Challenge, und wenn wir uns gegenseitig austauschen können, wie es uns dabei gegangen ist, wie es dir gegangen ist und wie es mir gegangen ist. Ich freue mich, wenn du dich meldest, und ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg bei deiner Challenge. Alles Liebe!